Der Staat muss dort, wo die Menschen an ihn berechtigt Erwartungen stellen, auch wirklich stark sein. Wir haben mit einer Mischung aus Prävention und auch stärkerem Vollzug durchaus Erfolge. In unserem Land muss eine Regel unumstößlich gelten. Der Rechtsstaat darf der Gewalt nicht weichen. Und das entspricht vor allem auch meiner persönlichen Position. Es muss null Toleranz auch in der Zukunft gegenüber Gewalt und Kriminalität geben. Der Pakt für den Rechtsstaat mit mehr Personal, mit besserer Ausstattung und mehr Befugnissen ist einer der Schwerpunkte der neuen Legislaturperiode. Er ist heute auf viel Zustimmung gestoßen. Wir wollen dieses Projekt jetzt sehr zügig vorantreiben und entscheidende Weichen noch vor der Sommerpause stellen.